So, dann kommen wir jetzt zu den letzten Figuren. Für Meldeschnitt, wann die nächsten kommen. Ja, hier sind dann jetzt Beatrix und Freya FF9 drin. Und der Karton ist bei den D9ern irgendwie ein bisschen größer als bei den anderen Figuren, aber die sind noch irgendwie ein bisschen dicker und mehr Volumen. Was gar nicht mal so schlecht ist, wenn ich jetzt an die Nier-Figuren zurückdenke, die echt dünn sind. So sieht der Pack hier aus. Zwei zusätzliche Köpfe für beide. Waffen und und. Hier ist wirklich mal ein bisschen mehr drin wieder. Aber wie gesagt, busy sind die nicht. Und ja, schauen wir mal rein. Beipackzettel. Kann nie schaden. Allein wenn es um die Waffen geht. Hier sieht man auch wieder, wie der Speer. Auch scheiße, hier muss man wieder. Oh, da hatte ich jetzt schon Lust drauf. Wenn das so gut funktioniert wie bei der Mickey Maus, dann Brustmahlzeit. Schauen wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, das Waffenset. So jetzt erstmal. Dann haben wir die Figuren, Köpfe, Hände. Und man sieht schon, die sind einfach größer gemacht, ne? Voluminöser. Das kommt den Figuren noch echt zugute in der Größe. Das muss ich echt sagen. So. Dann haben wir hier unseren Schreier. Steht in der Theorie allein. Durch die großen Füße. Aber jetzt kommt natürlich der Mist hier hinten. Ne? Dass man wieder hier in dieser Öffnung das reinmachen muss. Und wie gesagt, bei der Mickey Mouse Figur war das ein Drama von Kingdom Hearts. Ich hoffe, das haben sie hier besser gemacht. Super nervig. So, haben wir jetzt eine bessere Schärfe in der Linse. Ja, sieht gut aus. Ist ja mal wieder toll jetzt. Och, es wäre eh nichts. Warum macht ihr das immer so umständlich alles? So. Dann mache ich hier mal gerade Pause, bevor ich hier 5 Minuten rummenge. Okay. Das ging bei ihm jetzt hier besser. Drehend, also ein bisschen drehend und dann. Ja, man muss drücken. Sonst gibt das keinen. Und gleichzeitig muss man hier aufpassen, dass man hier vorne nichts zerdrückt. Aber also entweder haben sie jetzt hier wirklich da hinten mal ein bisschen was geändert. Oder es geht einfach nur zufälligerweise besser. Denn, wie gesagt, das war ein Krampf. Das letzte Mal. So, eben hat er dann auch von selbst gestanden. Tut er auch noch. Gut. Dann kümmern wir uns mal um das Wäfflein. Ich glaube, der silberne ist ein Standardspeer, gell?
Dann holen wir den und machen den so, dass er den so über die Schulter legen kann. Das macht er ja auch in irgendeiner Szene. Und ja. Er lässt sich aber auch gut bewegen hier, du. Mit den komischen Füßen. Ja, wie gesagt, das da hinten hat so weit gepasst. Mal lieber so rumlegen, damit er nicht auf einmal wieder abgeht. So. Dann holen wir hier den Speer. So, wie ist der zusammengesetzt? Unten das Stück wird abgemacht. Hat auch wieder eine kleine Führung drin. So. Gucken wir mal nach dem Händchen. Rechte Hand. Hat er wirklich viele Hände dabei? Oder sieht man so aus? Das müsste ja dann diese sein. Keine andere. Haut das hin. Tun wir den Speer erst reinmachen. Mal angucken. Und immer gerade bei solchen Teilen hier echt aufpassen. Und langsam eindrehen. Damit fährt man hier einfach noch am besten, ohne dass man hier irgendwas abbricht. So, wie weit hält er den? Nehmen wir das hier hinten jetzt. Relativ mittig. Aber es geht recht gut. Das ist immer sehr viel wert. So, und machen wir das so. Machen wir noch ein bisschen drin. So. Und hier der Stöpsel wieder drauf. Gucken wir mal, wie die Hände hier drin sind. Oh, ganz schön spitz hier vorne. Ah, geht gut ab, ist aber auch wieder sehr kurz gehalten. Sehr, sehr kurz. Hier ist die Ausrichtung nach oben, okay. Ja, passt. Funktioniert gut. So. Dann können wir ihn dann auch so über die Schulter machen lassen. Quasi. War ja so irgendwie, ne? Quasi. Modo. Ja, vielleicht. Upala. Du bleibst drauf. So. Also, so. Der wäre dann schon mal soweit ready. Hier kann man halt auch wie immer Kopf und alles bewegen, ne? Und bla bla bla. So. Das war der erste Streich. Dann kommt jetzt unsere Beatrix. Die habe ich früher eigentlich nie so wirklich als Teil von dem Ganzen gesehen. Die war zwar dabei immer, aber so richtig als Mitglied habe ich die nie empfunden. Ich wundere mich warum.
Weil hier ist schon der Kopf draußen. Okay. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Wieso ist denn das so lang? So, okay, der Stift von dem Hals, der wirkt echt arschlang, aber wenn man den Kopf erstmal drauf hat, so ein klein bisschen nach vorne neigt, durch was dann geht, ob das ein Produktionsfehler ist oder ob das so gedacht ist, kann natürlich auch Absicht sein, damit man da mehr Spielraum hat. Weil, weiß ich ja nicht. Bestimmt so, weil wenn man so macht, wenn man so guckt, dann sieht das so aus, als ob er einen riesen Hals hat, aber wenn man dann so von vorne guckt, geht das. Das ist wahrscheinlich extra, weil die so ein langes Gesicht hat, damit man dann noch ein bisschen Hals erkennen kann. Aber zur Not kann man da vielleicht schon ein bisschen absägen, so ein 2 mm. Oder hat die so einen langen Hals? Ich meine, es gibt ja Menschen mit langen Hälsen. So. Stehen allein. Aber so halbwegs. Aber trotzdem finde ich, dass hier, wenn ich da reingucke, ganz schön lang, das Stück. Weil das wirklich so gedacht ist. Aber wie gesagt, wenn ich den Kopf ein bisschen nach vorne mache, dann ist vielleicht deswegen so. Dann geht das. Ja, passt schon. Ist schon in Ordnung. So. Jetzt kriegt sie dann in die Hand das Schwert. Das hat sie auch. In irgendeiner Szene hält die das ja auch so nach vorn. Dann machen wir das auch mal so. Jedenfalls hat sie noch andere Köpfe. Das ist ja schon mal was. So. Wie wird das auseinandergezogen? Gar nicht, oder was? Ne, das soll einfach so passen. Mutig. Kann ja dann nur hier die Hand sein. Dann die mal auf Seite. Damit nichts dran kommt. Geht das dann hier rein? Oh ja, einwandfrei. Passt ja wunderbar. So, das Händchen noch rauskriegen. Jo, passt. In irgendeiner Szene hält die das ja so, glaube ich. Irgendwie so nach vorn. Ja, trotzdem, der Hals ist ganz schön lang. So. So, die Schärfe passt noch. Ja, dann kommen jetzt noch die Stands. Und dann sind wir mit der Figur auch erstmal durch. So. So sehen die Figürchen dann aus. Also eigentlich schon wieder ganz schick, kann man sagen. Wie gesagt, wenn man hier den Kopf ein bisschen weiter nach vorne macht, ein bisschen so, ne,
fällt halt alles gar nicht so auf, was ich eben gemeint habe. Ja. Also Freya ist ja wirklich schick geworden. Also die finde ich echt gut. Beatrix, aber er hier, er ist wirklich top. Hier halt muss man halt ein bisschen tricksen. Wegen der Mitte. Muss man halt den Stand ein bisschen schräg machen. Dann geht er durch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.